Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich mal an alle Mamas hier ein Fitnessvideo schenken, raushauen. Und zwar habe ich mir was überlegt, wie kann ich als Mutter trainieren, wenn ich total gestresst bin, die Kinder wollen die ganze Zeit nur Aufmerksamkeit und ich werde mit dem Haushalt nicht fertig. Was kann ich denn da machen? Ich habe keine Zeit fürs Training. Ja? Diese Nachricht bekomme ich sehr oft. Ich hatte im Sommer ein paar Aufnahmen gedreht, deswegen wundert euch nicht, dass ihr die jetzt erst seht und habe das alles zusammengeschnitten. Die Sommeraufnahmen gehen natürlich wahrscheinlich eher im Sommer auf dem Spielplatz, wenn ihr trainieren möchtet. Alle anderen Aufnahmen habe ich zu Hause gemacht. Und ja, das sind jetzt Fitnessübungen, die ihr mit dem Kind zusammen macht. Ich habe mit der Mami Blog, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen hier verraten darf, zusammen ein Video gemacht. Das hatte ich ihr dann ihr zugeschickt, das hat sie auf ihrem Kanal gepostet. Das Video gibt es jetzt hier bei mir nochmal in längerer Ausführung. Wenn ihr bei der Mami Blog draufschauen möchtet, dann tue ich euch den Link unten einsetzen. Das Video, was wir dann zusammen gemacht hatten. Und das Video, was ich alleine gemacht habe, komplett in voller Länge bekommt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, gebt mir Feedback, wie ihr das findet und gebt mir Feedback, was ihr noch von mir sehen möchtet. Also, ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss! Wir fangen mit der Übung Plank an, der sogenannte Unterarm stützt. Er stärkt den gesamten Körper, Bauch, Rücken, Arme, Schulter, Brust und Beine. Ich gehe hier jetzt auf die Unterarme und dann auf die Fußspitzen. Man kann jetzt hier die Beine ja, auseinandernehmen, zusammen. Man kann mit dem Po hoch und tief gehen oder man kann die Übung einfach nur halten. Es stärkt den gesamten Körper. Ich liebe diese Übung, weil man ja, eigentlich mit einer Übung sehr viel machen kann. Hier springe ich, das ist etwas für Fortgeschrittene. Diese Übung kannst du auch sehr gut mit deinen Kindern zu Hause machen. Hier habe ich jetzt meinen einjährigen Sohn auf meinem Rücken. Er denkt jetzt, ich bin hier sein Pferd. Und dann gehe ich ein bisschen hoch und wieder tief oder mit den Beinen auseinander und zusammen. Man kann auch einfach halten und eine kleine Geschichte erzählen. Das finden die Kinder total toll. Die andere Übung, ja, da werde ich jetzt versuchen, meine Arme ein bisschen zu stärken. Und wie ihr seht, habe ich meinen kleinen Sohn hier jetzt im Wäschekorb. Mach die gleiche Übung wie eben, indem ich mit den Beinen zusammenspringe und wieder auseinander. Aber hier stärkst du auch nochmal schön die Arme. Das ist halt ja, eine Liegestützübung. Da stärkst du die Arme, Schulter und deine Brust. Hier gehst du auf die Knie, die Arme schulterbreit auseinander und du gehst tief und hoch. Mach's dir nicht zu schwer. Viele scheuen sich, gerade Frauen, vor dieser Liegestützübung, weil sie denken, das ist Männersache. Du kannst die Liegestütze auch so machen, indem du einfach auf die Knie gehst und tief und hoch mit den Armen. Das sieht jetzt ziemlich easy aus, aber es geht ganz schön auf die Arme hier, auf den Trizeps. Es stärkt langsam und baut langsam Muskeln auf, sodass du dann irgendwann etwas tiefer gehen kannst mit deinem Popo und irgendwann die Knie gar nicht mehr brauchst und einfach dann wie die Männer einen Männerliegestütz machen kannst. Hier bearbeite ich wieder meine Armmuskeln und zwar schiebe ich die Kinder mit diesem Wäschekorb vor und zurück. Das gehört jetzt auch zur Liegestützübung. Da kannst du auch bestimmte Geräte benutzen. Ich zeige jetzt hier einfach ein Gerät, was ich zu Hause benutze, musst du aber nicht. Es ist zum Sport machen, brauchst du gar keine Geräte. Du musst einfach nur anfangen und mach es dir nicht zu schwer. Mit diesem Gerät finde ich es einfach einfacher, Liegestützübungen zu machen. Fällt mir nicht so schwer wie die ganz normale Liegestütze. Du kannst hier auch verschiedene Griffe benutzen, wie hier zum Beispiel, ja, da bearbeite ich jetzt meine Brust, dass die ein bisschen stärker wird nach dem Stillen, dass da nichts hängt. Ist auf jeden Fall eine super tolle Übung und ja, wenn du noch ein bisschen Musik laufen machst, macht es Spaß. Du kannst natürlich auch mit deinen Kindern die Übung machen, wie du siehst, hier einfach im Wäschekorb vor und zurück. Da brauchst du auch keine teuren Geräte oder gar keine Liegestütze. Das bringt auch sehr viel. Die nächste Übung ist das Seilspringen. Das ist ein knackiges Blitz-Workout, ein Fettwegbooster und das trainiert nochmal deine Koordination. Du brauchst noch nicht mal ein Seil dafür. Du kannst hier auch auf dem Baumstamm zum Beispiel wie in der Step-Stunde deine Ausdauer und dein Trainieren und dein Fett verbrennen. Einfach variieren mit den Übungen. Mal zur Seite springen, mal hier nach vorne, wie ihr das seht. Ihr braucht da auch keinen Spielplatz dafür. Ihr könnt euch auch einen Stuhl nehmen, einen Kinderstuhl. Und da einfach hoch und runter gehen. Wie ihr seht, man braucht wirklich kein Fitnessstudio. Du kannst dein kleines Kind mit einbeziehen. Ein größeres wäre schwierig. Hier würde ich nur aufpassen und langsam die Treppen bzw. den Stuhl hoch und runter laufen. Du kannst hier aber auch einen kleinen Hocker nehmen. Mit dem geht es auch. Kostet vielleicht 2 Euro auf dem Flohmarkt und du hast ein super Fitnessgerät zu Hause, mit dem du auch schön trainieren kannst. Achte nur darauf, dass der gesamte Fuß auch wirklich auf dem Hocker drauf ist und dass du da nicht irgendwie abrutschst. Aber mit der Zeit hast du den Dreh raus. Es macht Spaß. Dreh einfach die Musik auf. Und es gibt auch hier verschiedene Variationen, was du machen kannst. Du kannst draufspringen, was ein bisschen anstrengender ist für den Anfang. Aber du machst was für deine Fitness und fängst wenigstens mal an. Die nächste Übung ist eine Squat-Übung für den Popo.
Fürs Gleichgewicht würde ich hier die Arme nach vorne nehmen. Die Beine sind hüftbreit auseinander, die Fußspitzen gucken nach oben. Du gehst mit dem Popo so tief, wie du kannst, nach hinten. Die Knie dürfen nicht vor die Fußspitze hervorragen. Du gehst einfach tief und hoch, ist eine ziemlich einfache Übung, hilft dir aber wirklich, deine Po-Muskeln zu stärken. Hier habe ich nochmal Gewichte in meinen Armen. Du brauchst keine Gewichte, ich zeige sie nur, weil ich sie gerade habe. Du kannst ja auch Flaschen nehmen, das ist aber auch für Fortgeschrittene. Ja? Für den Anfang brauchst du gar keine Gewichte. Du kannst, wenn du keine Gewichte hast, aber trotzdem Gewichte benutzen möchtest, auch dein Kind nehmen, wie du siehst. Ist ein bisschen schwierig, hier habe ich meine 6-jährige Nichte auf meinen Schultern. Sie hat aber Spaß dabei, ich auch. Du gehst langsam tief und hoch. Du kannst auch den Ausfallschritt nach hinten machen. Das ist auch eine andere Variation, um den Popo zu stärken. Hier mache ich es jetzt auf dem Spielplatz. Zu Hause kannst du einfach einen Schritt nach hinten machen, einen Ausfallschritt nach hinten. Die Knie berühren fast den Boden. Die Knie dürfen nicht vor der Fußspitze, wie ihr seht, um euch die Knie nicht kaputt zu machen. Und ihr geht einfach langsam tief und hoch. Hier habe ich nochmal Gewichte dabei, das ist nochmal für Fortgeschrittene. Damit baut ihr einfach schneller Muskeln auf und damit auch schneller Fett ab. Ihr könnt die Gewichte, wie gesagt auch Flaschen, es müssen keine professionellen Gewichte sein, nach vorne nehmen, zur Seite, nach oben nehmen, so wie ihr gerade Spaß habt und wie ihr es gerade haben möchtet. Für die nächste Übung machen wir jetzt den Bauch stark. Hier bin ich wieder auf dem Spielplatz, während die Kinder spielen und ich setze mich auf die Bank und ja, mache ein paar Crunches. Da lege ich mich einfach auf den Boden. Und schaut nach oben und versucht einfach langsam hoch und runter, hoch und tief zu gehen. Ihr müsst nicht sehr hoch kommen. Ihr müsst es nicht professionell machen wie die Leute im Fernsehen. Einfach anfangen, ich wiederhole es. Du kannst hier auch eine Variation machen, indem du ganz nach vorne kommst und wieder nach hinten. Die Arme wieder mit nach vorne nehmen, dann geht es einfacher. Macht es euch nicht zu schwer. Es sieht auch jetzt hier einfach aus, aber danach hatte ich einen ziemlich starken Muskelkater. Also du spürst es ganz schön in deinem Bauch. Du kannst die Übung auch mit deinen Kindern machen. Ja, hier ein Ball immer zwischen die Beine, das ist ein Ikea-Ball und das Kind springt vor und zurück. Oder mit dem kleinen Kind kannst du das auch machen, indem du einfach mit deinem Kind spielst. Lass dir da einfach was einfallen. Hauptsache, du trainierst deinen Körper und machst was Gutes. Mit Kindern kann man so toll trainieren. Mir macht das sogar mehr Spaß als alleine, weil es dann einfach nicht so monoton ist. Dann das Lachen von den Kindern und ja, ich habe Spaß dabei, die Kinder haben Spaß dabei. Ich finde das wunderschön. Die nächste Übung ist ein Langbeinzug nach hinten. Der stärkt dein Popo, deine Beine, Rückenseite und sogar den Rücken. Das ist eine ziemlich einfache Übung. Fürs Gleichgewicht halt nimmst du immer wieder die beiden Arme nach vorne und ein Bein nach hinten. Stell dir vor, du drückst eine Wand nach hinten. Du kannst auch hier Gewichte nehmen oder halt Flaschen oder was auch immer und ziehst immer wieder dein Bein nach hinten. Das Standbein ist gebeugt. Bloß nicht durchstrecken. Immer daran denken, die Knie sollten schon gebeugt sein, damit man die sich nicht kaputt macht. Hier mache ich das jetzt mit meinem Kind. Einfach, ja, mein Sohn, der 4-jährige hinten wie ein Affe, der hat da gerade Lust gehabt, sich dort dran zu hängen. Das Babylein wollte aber in meinem Arm bleiben, bloß nicht ablegen. Aber es geht trotzdem. Trainieren kann ich trotzdem und keine Ausreden gelten lassen. Man kann auch schön draußen an der Luft mit den Kindern Sport machen. Die Großen fahren Fahrrad, die Mittleren Laufrad und das Baby sitzt im Kinderwagen. Und alle bewegen sich, alle haben Spaß, frische Luft. Sport tut gut, ist gut und macht Spaß. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen.